Ja, hallo zusammen zu einem neuen Video. Heute will ich auf die Gäubahn fahren. Da fahren aktuell Intercities mit den alten Interregio-Wagen. Und ja, jetzt bin ich in Heilbronn, will nach Stuttgart fahren. Und es steht hier schon, Alter, quasi die Zukunft des Nahverkehrs hier. Von Abellio. Aber eben ein Zug aus Thüringen, wo sie aktuell schon fahren. Wahrscheinlich schon zu Testfahrten hier. Ich weiß es auch nicht so genau. Hat mich doch sehr überrascht. Sie fahren ja erst Mitte oder Ende 2019. Ich weiß es nicht ganz genau. Sollen sie ja anfangen hier. Ja, auf jeden Fall interessant hier. Ich fahre jetzt aber ganz normal mit dem Planzug von der DB noch schön nach Stuttgart. 8.56 Uhr ist die Abfahrt, ist noch einige Zeit, also deswegen habe ich jetzt gedacht, ist doch mal schön. Ach, also die Werbung ist gar nicht schlecht hier für die Schmalspurbahn. Ja, jetzt aber dann doch mal rübergehen. Ich habe mir heute sogar erste Klasse gekauft, Baden-Württemberg-Ticket. Ja, mal schauen im Intercity, wenn das nämlich noch alte erste Klasse-Wagen sind, dann ist das eine günstige Möglichkeit, mal die auch nochmal zu fahren. Und die werden ja auch immer weniger. Die modernisierten mit Leder finde ich eher langweilig. Aber ja, so ist es eigentlich dann ganz interessant, wenn es noch die alten Plüschsessel sind. Und hier Gleis 4, 5 haben sie jetzt schon eröffnet wohl, den Bahnsteig. Aber Züge fahren hier noch nicht ab wieder. Und da führen auch recht interessant in dem Bauzustand mit neuer Treppe und hier noch den alten Wänden. Ich weiß nicht, ob das dann schon Personalschulungsfahrten sind, aber dafür wäre es ein bisschen arg früh, würde ich meinen. Oder ja, könnte schon sein, oder ob man einfach Testfahrten macht mit den Kisten hier in Tallinn 2. Hier werden sie ja dann in Landesfarben sein, aber an sich ja dann das gleiche Fahrzeug. Man kann auf jeden Fall mal gespannt sein. Ja, jetzt habe ich sogar eine modernere Dostok-Garnitur erwischt. Mit Elfer, also die klassischen Frankenbahn-RE's, die fahren ja so immer. Ja, jetzt hier in der ersten Klasse. Wie gesagt, Baden-Württemberg-Ticket erster Klasse habe ich mir jetzt geholt. Ja, weil ich in der City dann auch die Möglichkeit haben will, da erste Klasse zu fahren. Ja. Und deswegen kann ich jetzt auch schon hier ein bisschen mehr Komfort genießen, obwohl das ja eigentlich relativ ist hier echt. Die Sitze sind ja eigentlich ziemlich gleich hier in diesen Wagen. Bei den alten DR-Dostos ist es anders. Da hat man in der ersten Klasse ziemlich bequeme Sitze und in der zweiten Klasse hat diese harten Sitze. Hier in diesem Zug riecht es ein bisschen muffig, keine Ahnung. Da kann man ja bei den alten Dostos hier, dritte Generation, sogar noch schön das Fenster ein bisschen aufmachen, dass ein bisschen frische Luft reinkommt.
Auch wenn es von der Temperatur her gut draußen ist, sowieso nicht so warm heute. Es ist eigentlich recht angenehm. Aber hier drin ist sowieso eigentlich gut klimatisiert. Die Wagen haben ja eine Klima. Aber ja, ein bisschen Frischluft mag ich doch immer auch. Das ist dann angenehmer, weil wenn man teilweise diese Triebwagen hat, wo alles zu ist, und dann die Luft, die steht dann da drin. Also ja, und die Luft, die die Klima bringt, ist jetzt auch nicht irgendwie, ja, schön. Hier jetzt schön durch die Natur, da hat man richtig schöne, frische Luft. Ja, nächste Halt ist jetzt dann Laufen. Durch Nordheim sind wir sogar schon durch jetzt. Ja, die Frankenbahn muss ich mir auf jeden Fall auch mal vornehmen. Dann noch bis 2019 eben mal hier ein bisschen filmen. Weil, ja, lange wird man das hier so nicht mehr erleben können. Aber der Frankenbahner E, der fahren ja dann vielleicht 3 von Go Ahead. Also hat man dann quasi 2 Betreiber hier auf der Strecke. Go Ahead mit dem Regionalexpress nach Würzburg, der alle Stunde fährt. Und Abellio dann mit der Regionalbahn Stuttgart-Heilbronn, beziehungsweise auch die nach Osnabrücken. Und die, wo in Heilbronn endet aktuell, die fährt dann weiter nach Mannheim, jeweils alle 2 Stunden dann über Mosbach-Neckar-Elsen, in der anderen Stunde über Sinsheim. Also ist doch, finde ich, gut verbessertes Angebot hier auf der Strecke. Muss man dann schon auch lassen. Ja, also, ich erwarte ja nicht, dass jeder Lokführer eine Motivationskanone ist. Ja, keine Ahnung. Irgendwie eine blöde Frühschicht verwischt vielleicht, oder keine Ahnung. Aber der Kollege hier, der hier die Ansagen gerade macht, das ist ja der Lokführer, also dem hat man es irgendwie in jedem Wort an, dass er überhaupt null Bock hat gerade aktuell. Also so, nächster Halt, bitte keinem. Also schon sehr interessant. Immerhin funktioniert hier die Anzeige noch im Oberdeck. Die eine war schon von Anfang an kaputt und die andere hat dann irgendwie während der Fahrt noch den Geist aufgegeben. Ja. Oh. Was ist denn das? Da rangieren sie mit der 218er IC-Wagen weg. Ja. Wäre man nur ein paar Minuten früher hier gewesen. Hier, vermutlich in Frankenbahn, ey. Oder könnte auch ein Ahlener gewesen sein. Ja, jetzt geht's. Oh, da rangiert die Lok weg, die V60. Ja, jetzt geht's mit diesem Intercity, der auch für Nahverkehrsfahrkarten freigegeben ist. Mit dem geht's jetzt nach Singen. Ja, oh, da hinten steht die 218er. Es war ganz komisch, als wir hier eingefahren sind, da ist diese 218. Ich weiß nicht, ob es diese war, aber es ist auf jeden Fall eine. Mit einem Intercity-Garnitur Richtung BW Rosenstein gefahren. Ganz komisch. Ich weiß nicht, vielleicht, also der Steuerwagen war quasi hinten hier in Richtung Prellbock und die 218er Richtung BW. Also ganz merkwürdig. Mir wäre jetzt nicht bekannt, dass hier planmäßig eine 218er als Intercity-Wendezug fährt. Ich gehe mal davon aus, dass man die als Rangierlok quasi missbraucht hat, weil die halt gerade da war im BMW Rosenstein und im Normalfall, also ja, wahrscheinlich die 101er halt den vorne im defekten Steuerwagen gelaufen ist und dann halt noch am Bahnsteig stand. Keine Ahnung. Ja, also auf der Gäubahn fährt ja jetzt aktuell normal der zweistündige Intercity mit den SBB-Wagen nach Zürich
den darf man ja jetzt auch mit Nahverkehrstickets nutzen, halt. Bis Singen darf man mit Nahverkehrsfahrkarten auch fahren. Ja, und ansonsten in der anderen Stunde fährt dann ein IC2 nach, oh, da kommt die 218er. Die rangiert jetzt bestimmt auf das Stumpfgleis. Ja, es ist jetzt 10.15 Uhr. In 3 Minuten fährt dann der Regionalexpress nach Freudenstadt mit Zugteil nach Rottweil. Und ja, den überholt ja mein Intercity dann in Eutingen planmäßig. Und mein Zug fährt normalerweise 29 nach von Gleis 3 ab. Aber hier jetzt am Bahnhof wurde angezeigt, dass er hier abfährt. Ja, mal schauen also. Kann man mal gespannt sein, ob es eine verspätete Bereitstellung gibt. Also ich kann das auf jeden Fall so, dass die teilweise die ganze Zeit auf dem Bahnsteig gestanden sind. Also die Intercities von Singen, die haben ja einige Wendezeit. Hier glaube ich 50 Minuten oder so mindestens. Die 11er Grad so laut, die 12er Grad so laut. Nee, also ich habe auch schon gesehen, dass sie teilweise in die Abstellung rangieren, aber dann relativ zügig wieder an den Bahnsteig. Mal schauen, wie es wird. Ich habe auch letztens gesehen, dass sogar mal eine 11er vor dem Singener in der City fuhr. Also, ja, weil man nicht genug Taurus hatte. Weil da fahren ja planmäßig Taurus vor diesen Schweizer Wagen und eben jetzt dann wegen der Sperrung vor diesen Interregio-Wagen, beziehungsweise diesem einen erste Klasse Abteilwagen AVMZ. Ja, wie gesagt, also ich habe ja eigentlich Zeit in Singen, fahre ich dann mit dem gleichen Zug wieder zurück, da wieder eine Stunde Wendezeit quasi. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es wird. Die Gäubahn ist ja berüchtigt für ihre Verspätung, auch wegen der eingleisigen Strecke, wenn man Gegenzug abwarten muss. Und hier in Stuttgart ist schon fast ein typischer Grund, Verspätungsgrund, eine verspätete Bereitstellung. Aber jetzt hat sich die Weiche hier irgendwie gerade umgestellt. Vermutlich aber eher für die Ausfahrt von dem Talent hier drüben. Ja, mal schauen. Sollte eigentlich jetzt dann demnächst mal in der City bereitgestellt werden. Und wie gesagt, sehr angenehm. Man kann ihn mit Nahverkehrsfahrkarten benutzen. Jetzt ja dann sogar auf dem gesamten Linienweg, weil er fährt ja nur noch bis Singen wegen der Streckensperrung. Also ja, schauen wir mal, was die Bahn so für Überraschungen bereithält. Natürlich, das wäre jetzt endgeil, wenn jetzt noch eine Elfer vom Intercity wäre, aber ich bin mit dem Taurus auch zufrieden und freue mich darauf, jetzt quasi in der Regio zu fahren, weil das sind ja nur Interregio-Wagen, bis auf den erste Klasse-Wagen. Ja, da fährt schon der Talent los, also ist 18 nach, oder ich glaube 18 nach. Ja, der wird dann in Eutingen von unserem Intercity überholt.
Ich habe mir jetzt überlegt, will ich eher an der Strecke filmen oder eher, also eher Aufnahmen von dem Zug machen oder eher mitfahren. Aber bin dann irgendwie zum Entschluss gekommen, okay, ja, lieber mal nochmal dieses Erlebnis haben, mit einem BIMZ mitzufahren. Wird ja immer seltener. Auf Karlsruhe-Nürnberg fährt ja meistens auch immer ein BIMZ mit in der Garnitur. Aber ja, das wird ja bald auch ein Ende haben, wenn die IC2 kommen. Also mal schauen, was wie es wird und wie lange alles noch erleben wird. Schon immer interessant bei der Bahn, das zu schauen. Ja, man, vor allem der Konzern hat ja viele Pläne, immer irgendwie alte Fahrzeuge auszumustern. Und in der Realität kann man sie dann oft noch deutlich länger erleben. Ich hoffe aber doch mal, dass er dann demnächst mal kommt hier. Mein Intercity. Dass das noch was wird. Solange ich dann in Singen halt wieder mit ihm zurückfahren kann und solange er nicht ganz ausfällt, mir ist eigentlich egal, aber wäre ja schon schön, wenn wir relativ pünktlich unterwegs wären. Steht da hinten noch einen IC2. Steht da hinten, ja. Jetzt ist hier die Elfa so laut. Steht da hinten noch ein IC2. Also falls es hier gar eine Tour gibt, dann nehme ich halt den in der City später und fahre halt dann nicht ganz runter bis Singen. Aber ja, irgendwie hier groß Lust, IC2 zu fahren, habe ich wirklich nicht. Gut, also wenn er jetzt hier wegfährt, dann kann er gut sein, dass ich eine überschlagende Wende mache und hier der IC2 quasi planmäßig der ist, der um 11.17 Uhr abfährt. Obwohl er jetzt 49 abfahren soll, das sind dann schon 20 Minuten Verspätung. Oder es wären dann schon 20 Minuten Verspätung. Trotzdem ist er jetzt noch nicht hier, also mal schauen. Jetzt fährt die andere Garnitur los. Also könnte es tatsächlich sein, dass die hier überschlagende Wände machen und der nicht für uns ist, was natürlich sehr gut wäre. Ja, interessant. Jetzt kam die Ansage, er ist wohl 25 bis 30 Minuten verspätet und fährt von Gleis 6 ab. Also hier am gleichen Bahnsteig. Geht ja noch, muss ich schon mal nicht laufen. Vermutlich, weil hier an Gleis 5 der IC aus Hamburg ankommt. Das dürfte ein IC 4 sein dann. Vermutlich hat er deswegen gesagt, was ist denn jetzt los? Achso, der Zug nach Paris fährt. Ja, und vermutlich will man den Hamburger halt möglichst pünktlich einfahren lassen. Also, ich glaube, er hat ja schon Verspätung, aber ja, man will ihn halt auf seinen Gleis lassen, auf Gleis 5.
Experiment, das die Tür für Deutsch nach Singen, dann wird schon eine angenehme Reise. Unser nächster Mal in Rottweiler werden wir gegen 12:23 erreichen. Wenn ich noch rechtzeitig informieren, dann werden wir das für die Tür. Thank you.
So, jetzt angekommen in Singen. Jetzt sind es noch etwa 20 Minuten, dann fährt der Zug wieder zurück. Und ich fahre auch mit dem wieder zurück. Also, ja, deswegen gehe ich jetzt schon mal ans andere Zugende. Ich habe ja Baden-Württemberg erster Klasse. Und deswegen werde ich wahrscheinlich dann im Abteil fahren, wenn es ein unorganisierter ist. Und wenn er dann halt im nächsten BIMZ dahinter. In der nächste in der City aus Stuttgart. Dann am Ende waren es 47 Minuten Verspätung. Ja, weil ich ja Baden-Württemberg erste Klasse habe, kann ich jetzt sogar hier im AVNZ zurückfahren. In ein paar Minuten geht es auch schon los. 37, das ist kurz vor halb, also ja. Weil mit den AVNZ bin ich auch noch nie gefahren. Bisher leider dann immer nur die modernisierten verwischt. Und jetzt hier die rosa Plüschbänke. Das ist echt wie in alten Zeiten. Nur bin ich irgendwie so groß, dass ich hier mit meiner Schulter an das Polster anschluss. Keine Ahnung. Waren die Leute früher nicht so groß, als die Wagen noch gebaut wurden? Face to face I found my pain. Beneath the lies and broken dreams, lost the love I had in me. It tore me apart, fade away. I felt so lost, but I held on to what I had. For what it's worth, if you're feeling low, just know that you can. Yes, you can. There's life in love that you hold. Rise above and let it glow. Just know that it's never too late to make a change. Crash and burn, I found myself beneath the emptiness. Wanting more, I let it go, holding on to
crashing burn. This one for the person who feels alone. This one for the hero who has no home. Ja, das ist ja dieser Aufzug-Testturm, den sie da gebaut haben. Ja, der ist ja echt riesig, also. Ja. Fällt schon auf, den hat man schon vom Bahnhof in Rottweil aus gesehen, also. Ja. Kann man sich drüber streiten, ob sowas jetzt gut ist oder nicht. Klassisch. Unser in der City ist eingefahren. Auf einmal gibt der Lokführer ein Makro, aber wirklich länger. Ich stand, war im ersten Wagen an der ersten Tür, guck so raus. Ich konnte ein bisschen nach vorne gucken. Und dann sind da irgendwelche Hansel einfach übers Gleis gelaufen. Also so wie hier, einfach mal drüber. Über zwei Bahnsteige. Also echt witzlos. Und der Lokführer hat dann nochmal Makro gegeben. Habe ich schon gedacht, ja, hoffentlich ruft da auch DB Sicherheit oder die Polizei oder wen auch immer. Weil, also, ja, viele Leute nehmen das ja ziemlich locker. Ach, kann ich ja mal schön drüber laufen, aber es ist halt trotzdem, ich meine, es ist eine Straftat, gefährlicher Eingriff in den Bahnbetrieb. Also, ja, da haben einfach Personen nichts zu suchen. Und ja. Nicht ohne Grund so, dass da nur Bahnmitarbeiter laufen dürfen, die haben ja auch eine Einweisung bekommen dafür, also ist ja nicht ohne Grund so, erfindet ja keiner aus Spaß die Regeln. Nur würde man da hinkommen, wenn jeder irgendwie durchs Gleis da latschen würde, nur weil es am bequemsten ist, also. Ja, und dann kam einer von Station und Service, die sind dann mit dem Lok, der ist dann mit dem Lokführer da hingegangen und mit DB Sicherheit und dann gab es Ärger, also. Eine Anzeige gab es, glaube ich, nicht. Ich habe ein bisschen mithören können. Nur halt eine Verwarnung, aber ja. Thank you.
Ja, da das jetzt bisher alles glatt gelaufen ist, fahre ich jetzt mit der Regionalbahn nach Heilbronn schon mal. 16.45 Uhr hier am Stuttgart Hauptbahnhof. Die fährt jetzt in einigen Minuten dann auch los. Ja, weil mein Akku jetzt schon fast leer ist, verabschiede ich mich jetzt mal schon hier aus dem Zug. Wir sind jetzt kurz vor Heilbronn, so schon pünktlich unterwegs. Also die Frankenbahn kann auch pünktlich, sagen wir es mal so. Also die Knotenpunkte, vor allem von Stuttgart bis Bietigheim-Bissingen, ist halt viel befahren und da kommt gut mal eine Verspätung zustande, aber ja. Ist auch oft sehr pünktlich, also ja. In meinen Augen nicht so schlimm, also gut, ich pendle jetzt auch nicht und fahre dann nicht mit den typischen Pendlerzügen, aber ja, kann man doch gut mitfahren und ist auch ziemlich zuverlässig, die Strecke. Ja, also bin jetzt eigentlich schon fast am Ende, weil der Akku fast leer ist von meiner Kamera, würde ich ja schon mal sagen. Ja, also ich fand's heute sehr schön. BIMS gefahren, urbanisierte AVZ gefahren. Ja, jetzt können wir noch nach Nordheim. Ja, auf jeden Fall war es sehr schön auf der Gäubahn, ein bisschen rumzufahren mit dem Baden-Württemberg-Ticket, Fernverkehr zu fahren, auch interessant. Ja, lasst auch mal gerne Feedback da, wie ihr das jetzt hier fandet, das Video, was ich verbessern kann. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal.